Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer. Ich möchte euch nochmal gern einen Hintergrundinfo geben zu den Videos, die ich hier mache, während ich mit dem Hund spazieren gehe. Ich habe die einfach so aus dem Bauch heraus angefangen und habe dann gemerkt, naja, auf manchen Videos siehst du jetzt nicht gerade aus, wie du gern aussehen würdest, ja. Muss aber sagen, dass es auch irgendwo für mich völlig okay ist, ja, weil es geht ja nicht darum, dass ich hier als Model und Influencer, nur weil ich ein super gut aussehender, sexy Typ im besten Alter bin, dass ihr deshalb zuschaut, sondern es geht mir ja um die universalen Werte, die ich in den Videos vermitteln will und natürlich auch im Kontrast zu dem, was an den Familiengerichten und in den Jugendämtern abläuft, zum großen Teil in Deutschland, um euch zu zeigen, da ist was im Argen. Und wie viele Leute kennt ihr denn, die zu Vorbildern geworden sind, die totalitäre Machtstrukturen beendet haben, die anderen Menschen geholfen haben, die Intoleranz beendet haben oder geholfen haben, das zu beenden, ja, die Wandel in der Gesellschaft herbeigeführt haben, die super geil ausgesehen haben. Ja. Also mir fällt da jetzt niemand ein. Ja, das waren einfach Leute, die für das eingestanden sind, was alle Menschen angeht. Also ich will mich nicht mit denen vergleichen. Ja. Ich bin kein Gandhi, ich bin kein Martin Luther King, ich bin kein Abraham Lincoln, der die Sklaverei abschafft in den USA. Ja. Ich bin auch keine Alice Schwarzer, die sich für Gleichberechtigung der Frauen einsetzt. Ja. Hätte ich alle Schwarze rauslassen sollen und nur die Männer drin lassen sollen. Aber ich finde keinen von denen, die ich jetzt genannt habe, irgendwie super toll. Ich wüsste jetzt auch nicht, also ich sag mal vom Äußeren her, ich wüsste jetzt auch nicht, dass die als Models Karriere gemacht haben und Geld gemacht haben. Und ich will auch diese... ich will eine Authentizität haben. Ja. Es ist mir scheißegal, wie ich aussehe bei dem, was ich euch erzähle. Ich gehe hier aus dem Haus raus, wie ich vorher rausgegangen bin, ohne Videos zu machen, gehe mit dem Hund spazieren und was ich jetzt mache, ist halt, ich erzähle euch was, während ich spazieren gehe. Und ihr kriegt mit, wie ich aussehe, ja, in HD. Seht jede Pore auf meiner Nase. Und ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem auf das konzentrieren, was ich sage. Ja. Ich bin ein ganz normaler Typ, ganz normaler Vater. Ich erzähle Sachen, die manche von euch vielleicht nicht glauben können. Aber ich hoffe, je mehr wir darüber berichten, was so läuft in deutschen Familiengerichten und Jugendämtern, umso mehr versteht ihr, ja, das hat Hand und Fuß, was ich euch erzähle. Und deshalb mache ich es ja. Ich will ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Ich will überhaupt keinen Preis gewinnen. Sondern ich erzähle euch die schonungslose Wahrheit, die zum Teil extrem brutal ist und der Kinder, zehntausende Kinder leiden in Deutschland. Vor allem halt Kinder von Trennungsfamilien. Natürlich auch Kinder, die ins Heim gesteckt werden, zu Unrecht. Und warum soll ich da als geschminkter, sexy Typ rumlaufen? Ne? Und abgesehen davon, ihr wisst ja gar nicht, wie toll ich mich selber finde. Also ich mag mich so, wie ich bin. Da lassen sie eine Drohne fliegen, wer hört es. Also das so zum Hintergrund. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Ja, wie gesagt, man sieht die Inhalte wichtig. Setzt euch mit denen auseinander. Nicht mit mir als Person. Ich bin wichtig. Danke fürs Zuschauen. Liebe Freunde und Zuschauer. Ciao, ciao.